Parteivorstandsjahresauftragsklausur. Parteivorstandsjahresauftaktklausur. 2020 wird der Hashtag klare Kante. Hashtag total spannend. Mehr Chancen und Schutz im Wandel. Kampf gegen Rechts, soziale Gerechtigkeit. Hashtag Sicherheit im Wandel für alle. Mehr SPD. Im Kampf gegen Rechts brauchen wir alle und allen muss bewusst sein, wie groß die Gefahr ist. Es darf nie wieder sein, dass in Deutschland es davon abhängig ist, dass eine Regierung die Unterstützung von Rechtsextremisten hat. Es ist unmöglich, dass in einem Land, wo Nazis sich ausgetobt haben, wo Faschismuskrieg über ganz Europa die halbe Welt gebracht hat, dass diese Rechtsextremisten bei uns wieder Politik machen. Im Kampf gegen Rechts gilt das alte Fisherman's Friends Motto. Sind die zu stark, sind wir zu schwach. Das heißt, es geht vor allen Dingen darum, die Demokratie zu stärken, die demokratischen Kräfte in diesem Land. Wir müssen aufklären, wir müssen streiten. Was sich auf jeden Fall gezeigt hat, laut sein, stark sein. Wir alle müssen noch mehr Verantwortung für unsere Demokratie übernehmen. Wenn es keine Frage mehr ist zwischen Jung und Alt, keine Differenzen zwischen Reich und Arm, keine Differenzen zwischen Gesundleben und Krankleben. Wenn Chancengleichheit für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft hergestellt ist. Sie ist gerecht verteilt, wenn alle die gleiche Chance bekommen, aus ihrem Leben etwas machen zu können und Rahmenbedingungen finden, in denen ihnen das auch ermöglicht wird. Wenn Leistung sich lohnt und trotzdem keiner durchs Netz fällt. Jedem erstmal die Möglichkeit zu geben, sein Leben so zu gestalten, wie er oder wie sie es gerne möchte. Darum geht es in der SPD. Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir das insgesamt geschafft. Es kann nicht sein, dass nur 48% der Beschäftigten den Schutz eines Tarifvertrages genießen. Dass es aufhören muss, dass es eine Lohnmauer gibt zwischen Ost und West. Wir brauchen innerhalb des Berufslebens Diskriminierungsfreiheit. Das Motto Samstags gehört Fati mir, das heißt heute Work-Life-Balance und vielleicht auch das Recht auf Nichterreichbarkeit. Also eine Menge zu diskutieren, eine Menge, an der sich gezeigt hat, die SPD ist die politische Kraft für den Alltag der Menschen und zwar der großen Mehrheit der Menschen.